Hier bin ich im Zimmer schlafen, aufwachen, WC rum, Toilette gehen, Pipi Kaka machen, sauber machen und dann Toilette spülen. Und jetzt bin ich hier im Waschbecken, Hände waschen, Gesicht waschen. Richtig gründlich und abtrocknen auch richtig gründlich. Dann putze ich mir die Zähne, wie ihr sie seht, auch richtig gründlich. Und dann ausspülen, abtrocknen. Jetzt bin ich in meinem Zimmer, Handy spielen, wie ihr seht. Dann essen und trinken bin ich dabei. Dann bin ich wieder in meinem Wohnung gekommen. Wohnzimmer, Konsole spielen, wie ihr seht. Und Fernsehen gucken, Serien, wie ihr seht. Richtig lustig. Ja, yep. Jetzt bin ich im anderen Zimmer am Laptop, wie ihr seht. Jetzt bin ich beim Duschen. Okay. Und jetzt zeige ich euch hier meine Schule, in der ich als Schüler tätig bin. Hier die Schulspende und hier die Schulcafeteria. Jetzt hier die Gänge, die Schulflure, wie ihr seht, die Treppen. Die Aussichten und so weiter. Und das alles hier und dann noch viel mehr. Jep. Ganz schön viele Schulgänge, Treppen hier, WC-Raum. Und dann hier schon wieder Treppen, wie ihr seht. Dann bin ich jetzt oben an meine Schule angekommen. Hier. Musikinstrumente, Fahrstuhl, hier nochmal Musikinstrumente für eine Band anscheinend, yep. Dann geht's hier weiter. Jetzt bin ich Klassenzimmer, wie ihr seht, Lehrerzimmer. Im Schulhof bin ich. Und hier Sportplatz, Turnhalle und hier zum Spielen für die Schulkinder oder generell eigentlich am meisten, ja. Yep. Die Klettergerüste, wie ihr seht. Oh ja, macht das super richtig gut Spaß. Okay. Und wie ihr seht, bin ich von der Schule nach Hause gekommen. Und jetzt mache ich meine Hausaufgaben von der Schule, wie ihr seht. Dann zeige ich euch die auch super gut gemacht. Hoffentlich Note 1, sehr lange gebraucht, ja. Yep. Jetzt bin ich hier mit meinem Skateboard im Zimmer. Jetzt bin ich draußen mit meinem Skateboard, einkaufen mit meinem Skateboard, essen, trinken auf meinem Skateboard. Und jetzt mache ich meine Hausaufgaben auf meinem Skateboard. Ja, yep, schreiben, schreiben, schreiben. Sehr ordentlich. Bin fertig mit den Hausaufgaben. Ja, yep. Die waren übrigens gut und jetzt skate ich auf meinem Skateboard in meinem Zimmer, wie ihr seht. Jetzt dusche ich mit meinem Skateboard. Jetzt bin ich auf der Toilette mit meinem Skateboard. Und jetzt erzähle ich was über meinem Skateboard, nämlich dass ich es vor sehr vielen Jahren geschenkt bekommen habe, kostenlos und sogar genau so einen wollte. Und mir gefällt das Skateboard. Ich finde es super cool, das Skateboard. Ja. Und jetzt bereite ich das Essen vor, um es dann zu essen. Ein Burger. Selbst gemacht, seht ihr ja von mir. Das Rezept. Und jetzt esse ich auch das Burger. Super cool. Hier bin ich beim McFit für meinen ganzen Körpertraining, wie ihr seht. Muss ja sein. Man muss hier richtig viel gut Sport machen, um richtig fit zu sein, viel Muskel zu haben und so weiter. Damit man alles, was schwer ist, richtig leicht machen kann mit Muskeln. Und
die Sachen, die leicht sind, man auch ohne Muskeln machen kann. Aber weil ich ja schon das kann, will ich ja das andere tun. Wie ihr es hier beim Sport auch seht. Es macht auch richtig super gut Spaß und das kann ich ja auch, wie ihr es hier seht. Richtig viel Sport, alle Trainingsgeräte meistere ich. Und das kann ich auch, habe ich auch geschafft. Ich bin im Essen in meinem Zimmer und Trinken in meinem Zimmer. Und jetzt bin ich im Wohnzimmer, Fernsehen gucken und ein Videospiel spielen auf meiner Konsole, im Fernsehen. Ja, und jetzt bin ich in meinem Zimmer angekommen, bereite mich vor für zum nach draußen gehen. Fußball, Essen, Trinken eingepackt und Basketball nehme ich so mit. Jetzt bin ich auch noch komplett angezogen, dass ich dann rausgehen kann. Also, ja, werde. Wie ihr seht, ich bin hier draußen. Jetzt im Platz angekommen. Basketball. Fußball. Das ist dieser Platz hier. Und jetzt bin ich hier auf einer Bank. Tue Essen, Trinken und mich dann vorbereiten, weiterzulaufen. Wie ihr jetzt hier seht. Yep. Wie ihr seht. Laufe ich weiter. Jetzt bin ich hier im Luisenpark angekommen. Auch ein bisschen rumlaufen, die Natur genießen, frische Luft. Ja. Wie ihr seht, bin ich mal Spielplatz angekommen meiner Kindheit. Der Spielplatz ist im Quadrat H6 und deswegen heißt es H6 Spielplatz. Aber der Spielplatz heißt anders, aber wie weiß ich nicht mehr. Oder gar nicht. Hauptsache es ist hier ein Spielplatz und da bin ich jetzt auch drin, wie ihr seht, die ganzen Accessoires und so weiter, die ganzen Sitzplätze und Klettergerüste und die ganzen Ein- und Ausgänge, wie ihr seht, hier die Natur und so weiter, die ganzen Klettergerüste mal wieder, yep, hier mal wieder Sitzplätze und dann von weitem ein bisschen besser zu sehen alles, irgendwie, yep, hier die Wendeltreppe. Und hier ein kleiner Sportplatz, aber nur ein kleiner. Und hier eine Rutsche. Werde ich jetzt auch runterrutschen. Yep, wie ihr seht. Dann hier die ganzen Sachen. Es regnet. Okay. Und jetzt ziehe ich mich um, beziehungsweise anders an, um dann rauszugehen zu Kaffee Vilsbach. Ein Chillout, um zu beruhigen. Hier die ganzen Sitzplätze, der Tresen, Bücher, wieder Sitzplätze, Bücher und der Tresen mal wieder, yep. Jetzt hier zum WC-Raum, wie ihr seht. Dann hier mal wieder der Tresen, aber so richtig zu sehen, seht ihr ja. Da seht ihr dann mich am Handy spielen. Yep. Okay. Hier sitze ich auch und jetzt bin ich beim Buchlesen, Wasser trinken. Und ja, jetzt bin ich hier zu Hause angekommen. Jetzt bin ich hier in meinem Kauflandladen angekommen. Hier der ganze Laden zu sehen, wie ihr seht. Die ganzen Sachen. Da wo man im Kaufland geht, um Sachen einzukaufen. Die haben aber ganz schön viele Sachen, Lebensmittel und Elektrosachen. Und Accessoire-Sachen. Das hat nicht wirklich jeder Laden. Aber Kaufland schon. Deswegen zeige ich euch es auch. Es auch wirklich so ist. Die drei Sachen, die ich vorher erwähnt habe. Und ja. Davon gibt es hier viele Sachen. Vielleicht sogar mehr. Aber wie ihr seht, schon viele Sachen. Die Kasse und naja, das war's auch. Okay, wie ihr seht, bin ich mal im Freizeitspielplatz angekommen. Das da, wo man skaten kann. Da zeige ich euch die ganzen Sachen: Toiletten, Lixiklos, Sitzplatz, Bushaltestelle und Tischtennisplatz, Sonne, Mülltonnen, der ganze Platz hier, Parkplätze, Autos und
Ja, da. Bill, wir bei diesem Platz, seht ihr ja. Hier das lila Haus. Wo man Getränke kaufen kann, Sachen ausleihen kann. Dann hier so ein Sportplatz. Die Kurve und Fluss und ja. Ausleihen, Getränke. Und ich mache mich jetzt fertig für Skateboard fahren. Habe jetzt noch Schusskleidung angezogen. Ich will mich ja nicht verletzen. Okay. Ein super cooler Chillplatz. Wie ihr seht. Jetzt bin ich hier im Neckarstrand angekommen. Da zeige ich euch alles. Auch ein richtig super cooler Platz. Hier WC-Raum. Erstmal. Yep. Seht ihr ja. Alles super perfekt. Da seht ihr mich. Yep. Jetzt bin ich hier draußen schon wieder und dann zeige ich euch den Neckarstandplatz hier. Ganz schön viele Sitzplätze, wie ihr seht. Und ja. Die ganzen Leute, die auf den Sitzplätzen sitzen. Ja. Okay. Hier der ganze Sandstrand, was eigentlich Kies ist. Und hier die Bar. Für Essen, Trinken kaufen. Hier auch wieder Sitzplätze, da wieder Leute, da wo die Leute auf den Sitzplätzen sitzen. Dann hier Sitzplätze. Ja, die Zäune und hier der Fluss und hier der Strand. Da seht ihr mich beim Sitzen. Jetzt hier wieder Sitzplätze, viele. Ja, da schon wieder die Bar. Und hier die Wege. Okay. Jetzt bin ich hier im Luisenpark angekommen, ihr seht diesen Eingang. Und jetzt bin ich auch hier im Luisenpark drin. Und hier die ganzen Pflanzen, die ganzen Wege und so weiter. Da bin ich jetzt und hier geht es hier auch weiter, die ganzen Spielplätze. Ja, wie ihr jetzt hier seht. Oh ja. Da seht ihr wieder mich, jetzt hier China-Palast. Ja, wie jetzt ihr seht. Die ganzen Tiere. Und hier die Pflanzen. Richtig cool. Da seht ihr wieder mich. Und jetzt bin ich hier an der Gondoletta drin und zeige die Gondoletta-Reise. Ja, hier bin ich in der Gondel gewesen. Jetzt bin ich im Spielplatz, da seht ihr wieder mich. Und jetzt seht ihr nur noch mich. Hier die Pflanzen, dann seht ihr wieder mich. Der ganze Luisenpark halt. Jetzt bin ich hier zu Hause in meinem Wohnen, komme in meinem Zimmer und ruhe mich erstmal aus. Jetzt bin ich hier am Handy spielen, wie ihr seht. Wow, okay. Macht auch richtig super gut Spaß, ist ja klar. Und dann zeige ich euch noch kurz meine Sachen. Ihr habt das alles meine Türwand hängt. Wenn ich sofort anziehen will. Und dann meine Hausaufgaben, jetzt seht ihr mich. Ja. Dann mache ich noch kurz Sport, Aufwärmung. Ja, dann bin ich jetzt beim Duschen. Jetzt habe ich mich anders angezogen. Jetzt bin ich wieder am Handy spielen. Ja, ich muss ja was in meiner Freizeit machen, wenn ich nichts anderes mache als das. Hier zum Beispiel jetzt auch essen, was ja klar ist. Aber es schmeckt super gut. Als ich es gegessen habe. Ja. Aber seht ihr, dass das sogar beim Trinken Spaß macht. Okay. Und klar, wieder beim Handy spielen, aber. Die Klamotten, die ich jetzt angezogen habe, sogar immer noch super cool. Style. Ja. Und jetzt bin ich hier draußen in der Wildnis, beim Zelt übernachten, Camping. Yep. Jetzt bin ich auch hier drin. Hab schon vorher gegessen, hab ja gesehen. Jetzt esse ich und trinke ich wieder. Muss ja sein, ist ja auch jetzt egal eigentlich. Vielleicht auch eigentlich nicht, aber. Dann seht ihr mich jetzt beim Handy spielen, ist ja klar.
Musik hören oder einfach nur Töne und trotzdem Handy spielen ist auch eigentlich jetzt egal, also das ist jetzt egal. Hauptsache ich tue es. Jap. Dann mache ich mal Toilette und jetzt schlafe ich und jetzt bin ich wieder am Handy spielen, wie ihr seht. Alles klar. Das ist auch super, richtig gut. Sowas von Spaß macht. Jetzt bin ich beim Schlafen. Dann seht ihr jetzt hier mich, wie ich jetzt Fernsehen gucke. Eine Serie, iCarly, aus meiner Kindheit. Gucke ich immer noch. Richtig super lustig, zumindest diese Folge. Und das ist ja auch. Ja, okay, dann war es das auch mit der Folge. Ja. Jetzt bin ich in meinem Konsole spielen, in meinem PlayStation Controller. GTA 5. Richtig super gutes Spiel. Spiele ich eine Mission. Macht auch richtig super gut Spaß. Sowas von cool. Dann seht ihr mich mit meinen Accessoires tragen und Buch lesen. Und wie ihr jetzt hier mich seht, bin ich wieder in meinem Freizeit-Handy spielen. Auf der Couch. Yep. Macht auch richtig super gut Spaß. Und jetzt lese ich hier ein Buch. Mal was Neues. Ja, eigentlich schon. Man muss ja was auch über die Welt erfahren, wenn man auf der Welt ist. Und wie ihr seht, tut's ja auch ich und es, ja. Und anscheinend hat's Spaß gemacht und jetzt esse ich Chips. Die schmecken auch richtig super gut hier mein Aussehen. Meine Frisur halt. Ja. Wie ihr seht, bin ich wieder beim Männlichspielen, Musik hören. Und Essen, trinken, Stereo-Musik hören mit einem aufgedruckten Pullover, wie jetzt ihr seht. Jetzt bin ich hier draußen mit einem aufgedruckten Pullover. Wie jetzt ihr seht. Richtig cool, also dass ich draußen bin und der Pullover auch super cool ist. Ja. Jetzt bin ich hier zu Hause, Handy spielen, Musik hören, mit meinem aufgedruckten Pullover, gemalt, Clownsgesicht, Essen, Stereoanlage, Musik hören. Dann bin ich jetzt hier draußen mit meinem aufgedruckten Pullover, seht ihr ja hier. Ja, super. Jetzt bin ich auf der Couch und gucke, was auf der Couch gemacht werden kann. Und wie ihr es hier seht, bin ich im Auto auf der Autoreise, Durchfahrt nach irgendwo. Hier seht ihr mich im Auto sitzen, anschnallen und der Hintergrund sich bewegen. Seht ihr, ist ja klar, Video. Und jetzt seht ihr die Autoreise von der Kameraperspektive. Cool. Hier dann noch meine Roomtour. Wie ihr seht, zeige ich euch alles, was ich zeigen kann und auch zeigen werde, wie meine Wohnung aussieht. Sozusagen hinter den Kulissen. Also eigentlich ja. Und ja. Die ganzen Sachen und so weiter. Mit denen kann man in einer Wohnung oder Haus nur noch leben. Und essen, trinken ja sowieso. Aber alles, was in Wohnung oder Haus ist, braucht man um zu leben, vollkommen egal was. Genau das habe ich, wie ihr seht.
ganz schön viele Sachen, ist ja auch klar. So viele Sachen, dass Sachen ich noch genügend Platz habe, aber nicht für weitere andere Sachen, jedenfalls nicht mehr. Yep. Die ganzen Sachen hier. Manche Sachen habe ich auch alles. Ich brauche jetzt also nichts anderes. Das seht ihr ja auch hier. Yep. Dann hier die ganzen Sachen und so weiter. Und jetzt im anderen Raum. Da auch die ganzen Sachen, um zu überleben. Mit den Sachen was zu machen, um dann weiterleben zu können. Das sind aber auch ganz schön viele Sachen, wie ihr jetzt hier seht. Hier dieser ganze Raum mit den ganzen Sachen. Und jetzt hier dieser andere Raum mit den ganzen Sachen, wie ihr jetzt hier seht. Ja. Und so weiter. Mit so vielen Sachen muss man halt rechnen, dass man die harten braucht, um zu überleben. So viele Sachen gar nicht mehr geben kann. Aber ich habe ja alle diese Sachen, seht ihr ja. Und es macht auch richtig super gut Spaß, sowas zu haben. Die hat ja sowieso jeder oder fast jeder alle Sachen. Schlafen.